Ein Frontalcrash im Versuchslabor. Er erschüttert nicht nur die Insassen, er katapultiert auch Ladung und Zubehör und macht diese Teile zu unberechenbaren Geschossen. Aber unsere Tester wollten es genau wissen. Was passiert mit dem Kleiderbügel am Fahrersitz, mit dem DVD-Gerät an der Beifahrerkopfstütze? Beide Reisebegleiter werden sachgerecht montiert, so wie es die Anleitung vorgibt. Dann nehmen die Dummies Platz. Der Versuch kann beginnen. Und nun das Erstaunliche. Die Personen auf der Rückbank kommen zwar glimpflich davon, wenn sie korrekt angeschnallt sind, anders aber der Beifahrer, denn... Der DVD-Player ist nach vorne gewandert und hat dem Beifahrer praktisch hier ein zusätzliches Verletzungsrisiko zugefügt, indem er nämlich auf den Hinterkopf geflogen ist. Und das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Keine Gefahr ging in dieser Versuchsanordnung vom Kleiderbügel aus. Aber dennoch raten ADAC-Experten, weg damit, wenn hinten jemand sitzt. Der Grund? Der Insasse hat nicht aufgeschlagen auf den Kleiderbügel. Aber man kann ganz klar sagen, wenn der Fahrer sehr groß ist, sehr weit nach hinten rutschen muss mit dem Sitz und natürlich auch der hintere Passagier nicht sehr stramm angegurtet ist, sondern sehr locker, wie das häufig der Fall ist, dann ist durchaus ein Kontakt mit dem Kleiderbügel denkbar. Weitaus gefährlicher dagegen universelle Halterungen für Handys und Navigationssysteme. Wie schnell sie versagen, kann eigentlich jeder selbst testen. Hier haben wir ein System, ein Universalsystem, eine Klemmverbindung. Hier wird ein Handy oder ein Pocket-PC nur eingeklemmt. Und es ist ganz klar, dass diese Klemmung natürlich beim Crash nicht hält. Denn Sie sehen ja, dass bereits bei dieser Belastung das Pocket-Handy herausfällt. Doch selbst die bestinstallierte Handyhalterung taugt nichts, wenn sie zu nah am Airbag montiert ist. Der ADAC-Versuch beweist es. Gefahren lauern eben auch innen. Das Fazit aus unserem Test ist, dass Zubehörteile, die in das Fahrzeug nachträglich integriert werden, durchaus eine Gefahr bei einer Kollision darstellen können. Das Problem ist, diese Teile sind nicht Crashtest geprüft, es gibt hier keine Vorschrift und somit muss der Verbraucher beurteilen, ob diese Zubehörteile, die Halterungen, stabil genug sind. Das ist natürlich ein Problem. Hier kann man ganz klar den Tipp geben, bevor ich irgendwas in das Fahrzeug integrieren möchte, ist es zweckmäßig zuerst bei einem Vertragshändler ansehen, wie der Fahrzeughersteller das vorsieht, wie stabil die Halterungen sind. Und dann kann ich natürlich im Zubehörmarkt diese Teile damit vergleichen. Zuerst also sich informieren, dann etwas installieren. Denn Versuche sollte man nur unseren Dummies zumuten.